Viele dokumentieren den Niedergang, ich dokumentiere den Aufstieg. Und wir arbeiten tatsächlich mit den gleichen Meldungen. Also wenn die Meldungen kommen, dass jetzt ja, der Impfpass kommt, bleiben beim Impfpass, dann ist es für viele ein Schritt in den Abgrund. Für mich ist es ein Schritt des Erwachens, weil das wird von den Menschen nicht angenommen werden, meines Erachtens. Ja, und meinst du meinem Kanal? Ich habe vor 3 Jahren angefangen aus einem gewissen Vakuum heraus, weil ich deutschen oder deutschsprachigen Bereich von niemand anders eigentlich in der Form ja, kommuniziert bekommen habe und habe gedacht, okay, dann mache ich es selber. Und ein großer Punkt für mich, also ich mache es einerseits natürlich als für die Menschen jetzt, aber ich will das alles, was jetzt passiert, natürlich auch dokumentieren. Und das ist einer der großen Punkte bei mir, dass ich einfach ja, für die Nachwelt da ein bisschen ein Werk schaffen will. Das hat sich aber natürlich für die Menschen jetzt geändert, aufgrund jetzt auch von Corona, wo ich unglaublich viele, also ich glaube, ich habe meine Zuschauerschaft nach offiziellen Zahlen mehr als verfünffacht jetzt in dem Jahr 2020. Und das sind die offiziellen Zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute mir tatsächlich zuschauen. Und für viele bin ich da ein gewisser Anker aufgrund meiner positiven Einstellung. Also ich bringe im Endeffekt die gleichen Meldungen wie alle anderen auch, nur interpretiere es eben positiv und für mich ist diese positive Sicht der Dinge ganz, ganz wichtig, weil es einfach, ja, es gibt diesen Ausspruch, wenn du zwei Wölfe hast, einen bösen und einen guten sozusagen, welcher gewinnt? Und es wird derjenige gewinnen, den du fütterst. Und darum, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht die Dinge so negativ sehen. Und das ist, viele sagen, das ist Blauäugigkeit. Ich könnte es nicht anders. Wenn ich sehen würde, dass es jetzt wirklich den Bach runtergeht, dann würde ich es so berichten. Aber ich sehe es halt einfach nicht. Ich sehe, dass es dieses alte System am Sterben ist, unglaublich laut schreit und um sich schlägt und natürlich auch noch seine Opfer fordert. Aber das hat eben den Grund, dass es im Sterben liegt. Und wenn dieses System weg ist und es wird weggehen, indem wir weggehen, kommt was Neues. Und da sind wir natürlich auch in der Verantwortung, diese neue Welt tatsächlich selbst auch zu erschaffen und uns eben nicht jetzt ein System aufdrücken lassen, wo wir, ja, sagen wir mal, hier unterschreiben und dann ist alles gut. Das wird nicht funktionieren. Das wird eventuell angeboten werden. Aber es wird nicht funktionieren, sondern wir müssen wirklich den Weg weiter in die eigene Souveränität gehen. Und dann sehe ich auch, also wenn wir hier ein Land von lauter souveränen Menschen sind, dann sehe ich auch kein Problem mehr mit der Souveränität des Landes. Und das ist ja ein Aspekt, der nicht nur in Deutschland ein großes Thema ist, sondern vor allem auch gerade in den USA. Auch dort haben wir diesen Konflikt Corporation gegen Republik. Das ist meines Erachtens der Kernbereich. Einer der Kernbereiche auch, um den es gerade in den USA geht. Da hören wir oft die Gerüchte, 19. Präsident und so weiter. Auch da kann sich jedermann selber schlau machen. Ähnliches sehe ich auch in China. Diese Corporation wurde weltweit installiert. Und auch Thema Friedensvertrag und so weiter. Das geht alles in die Richtung. Und ich sehe da jetzt momentan sehr große, wirklich sehr, sehr große Bewegungen. Kann die allerdings nicht anhand von Mainstream-Medien natürlich belegen. Außer vielleicht mit so Dingen, dass zum Beispiel Texas jetzt dabei ist, sich von der USA zu trennen. Das könnte eine ja, bemerkenswerte Bewegung werden. Aber ja, also mit Friedensvertrag und Deutschland ist nicht unbedingt mein großes Thema. Man muss sich auch überlegen, wer denn hier mit wem Friedensverträge geschlossen hat, ob das nicht alles auch eigentlich Firmen sind und ob von dem her das Ganze eh nochmal genauer betrachtet werden sollte. Wie gesagt, das ist auch nicht unbedingt mein großes Thema. Ich sehe wirklich die Souveränität des Einzelnen und wenn der Einzelne es schafft, sich zu befreien, dann befreit sich auch die Welt von ganz alleine.